Läuft. Anfang August, Kontrolle, Behandlung und Futter. Das schaut her, wie schön sauber der Futtertrog ist. Und das Mager geht schon wieder nicht. Ach, der geht. Wieder nicht. So, jetzt ist natürlich so, dass hier der Bissbiss nicht stimmt bei dem Fütterer mit der großen Sauerei, die das da jetzt ist. Ja, deswegen sage ich euch, kauft euch Material, wo der Bissbiss stimmt. So. Seht ihr das? Das ist, weil der Abstand zu groß ist hier. Der Abstand ist hier 10 mm und nicht 7 mm. So, Dele, das ist jetzt ein Volk, das wir halbiert haben mit dem Nachbarvolk. Ja, wir haben hier einen Brutwabenableger draus gemacht, weil das Volk hatte 8 oder 9 Brutwaben. Und das war, natürlich kann man auch ein Volk mit 8 oder 9 Brutwaben einwintern, schon klar. Aber ich dachte, da machen wir mal einen Ableger am Standort draus. Und wir haben dann natürlich hier das Nachbarvolk praktisch hier als Ableger gemacht. Und ihr seht, da habe ich auch schon die erste Ableger-Wahrbehandlung gemacht. Hier. Und die anderen drei Stücke, die wurden bereits abgeknabbert. Das heißt, da wird jetzt die zweite Packung Ableger-Wahr draufgelegt. Gell? Die habe ich bloß jetzt zum Filmen nicht dabei, weil das haben wir jetzt beim anderen Volk schon draufgelegt. Aber das gehört jetzt hier draufgelegt. Hier und hier. Und hier, und das ist dann die zweite Behandlung. So, jetzt schauen wir mal an, wie das Volk sich entwickelt hat. Es wurde erst einmal gefüttert. Oh, Scheiße. Gib mir mal dein Klump daher. Das ist kein Klump. Ich glaube, das Ding, das geht doch. Weißt du nicht? Oh, so, und da sieht man, kein Futter drin, kein Futterkranz. Das Volk hätte jetzt schon dringend gefüttert werden müssen. Die Brut ist schön, aber das Volk hat nichts zu futtern. Oh ja. Gell? Und auch hier kein Futterkranz. Brut, auch offene Brut überall. Schau mal da rein, hier ist überall offene Brut. Man sieht's. Also dieses Volk braucht dringend Futter, gell? Das wurde zu wenig gefüttert. Also das ist jetzt eigentlich ganz dringend, jetzt zu füttern. Weil sonst nimmt das Volk Schaden. Das Volk sollte jetzt Anfang August anfangen, Futtergrenze aufzubauen. Schaut her, das Volk hat eine Eiweißfuttergabe von Dick und Fett bekommen. Die hat es auch angefangen zu verwenden, obwohl es ja ein bisschen ungünstig auf der Seite liegt. So, es bekommt jetzt also die zweite Portion Ableger-Wahr. Weil ich es jetzt nicht da habe, mache ich eine Beträufelung. Rauch bitte. Jetzt weiß ganz Deutschland, was wir hier für einen Smoker haben. Mein lieber Eberhard. So, da ich jetzt Ableger-Wahr nicht da habe, mache ich halt eine Oxalsäurebeträufelung. Ich komme hier wieder in 4-5 Tagen das nächste Mal zu füttern und da bringe ich dann Ableger-Wahr mit. Leute, wir müssen hier nicht päpstlicher als der Papst sein, sondern es muss insgesamt eine durchgängige, ausreichende Behandlung sein. Gell? Und nach der die erste Ableger-Wahr-Behandlung schon hatte, können wir jetzt auch 3-4 Tage später kommen mit der zweiten. Da kommt es nicht drauf an. Wichtig ist aber, dass man Mitte Juli angefangen hat mit der Behandlung. Entweder mit TBE oder mit Ableger-Wahr oder mit anderen Methoden. Gell? Man kann natürlich auch käfigen. Und dann nachher mit Oxalsäure kommen, ist auch eine Möglichkeit. Dankeschön.